herzlich willkommen zu einem neuen Video. Von einem Zuschauer habe ich die Frage bekommen, ob ich jetzt ganz alleine die Videos mache und wie ich die schneide und so weiter. Und diese Frage möchte ich jetzt beantworten und auch so die Geschichte mal vorstellen. Bleibt dran. Im Mai habe ich meine Eltern so weit gebracht, dass ich endlich einen YouTube-Kanal machen durfte. Am Anfang habe ich einfach drauf losgefilmt, aber jetzt bereite ich mich erstmal drauf vor. Und ich gucke halt manchmal auch in Internetseiten, zum Beispiel bei ÖkoE, habe mich erstmal schlau gemacht. Vor einem Interview überlegt man sich natürlich auch Fragen und so weiter. Am Anfang hatte ich ja so gar nichts. Wir haben halt nur mit der Handykamera von meiner Mutter gefilmt. Jetzt zu meinem Geburtstag habe ich hier jetzt Equipment bekommen, ein Handy und hier auch dieses Stativ. Was ich dann so aufstellen kann, kann man hier auch so biegen. Das finde ich ganz praktisch. Und ja, es sind jetzt nicht die teuersten Sachen. Nicht, dass ihr denkt, wow, was hat der denn da? Und hier auch halt hier so ein Mikrofon hier. Das hätte mir auch im Urlaub sehr geholfen, als ich vor der Brandung stand. Kann ich mir dann hier so dran bappen und dann mit dem Handy verbinden. Dann habe ich hier auch so einen Selfie-Stick, auch so eine Powerbank, falls mal der Handy-Akku leer geht. Ich lasse mich immer noch gerne von anderen filmen, weil es halt flexibler ist und auch schneller geht. Zum Beispiel auch beim Lucky 33 Turnier, da hat auch der Vater von Tim mich gefilmt. Und ja, also das ist halt immer, geht schneller und es ist auch einfach viel einfacher, als jetzt immer das Stativ hier aufzustellen oder den hier über Bluetooth mit dem Handy zu verbinden. Das dauert ja alles und es findet sich eigentlich auch immer ein, der einen jetzt filmen kann. Trotzdem sind diese Teile hier wirklich nützlich und wenn da einer halt so macht, dann kommt es manchmal auch zum Ruckeln. Aber es geht halt einfach schneller, wenn ein anderer dich gerade filmt. Dann geht es halt ans Schneiden. Also ich schneide mit iMovie. Am Anfang habe ich halt mit meiner Mutter das so ein bisschen gelernt. Jetzt mache ich das komplett selber. Das funktioniert ja jetzt auch viel besser. Ich glaube, man merkt schon einen Unterschied zwischen jetzt meinem ersten Video, dass ich stelle mich erst einmal vor und auch dem ÖkoE-Video, was letztens rausgekommen ist. Also man lernt halt, ich schneide am Computer meiner Mutter. Das Schneiden der Videos dauert natürlich viel, viel länger als das Filmen der Videos. Das Schneiden benötigt auch mehrere Tage. Und wo ich natürlich nicht den ganzen Tag vorm Computer sitzen darf. Ja, dann beim Hochladen haben meine Eltern dann auch immer ein Wörtchen mitzureden. Also ohne meine Mutter geht dann nichts irgendwie in die Welt. Man lernt halt dabei auch wirklich die rechtlichen Sachen. Zum Beispiel, wenn Minderjährige da mit reinbezieht, dann müsst ihr immer die Eltern fragen. Das finde ich auch richtig, dass ihr irgendein Bild einblendet und der kann euch dann halt verklagen. Und immer fragen, ob ihr das Bild wirklich verwenden dürft. Man braucht halt immer die schriftliche Einverständniserklärung. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt oder Anregungen, was ich für ein Video machen soll, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Und jetzt die Beantwortung deiner Frage, Lord Voldemort, das ist der Zuschauer, der mir diesen netten Kommentar geschrieben hat. Ich freue mich immer über solche Kommentare. Ich habe zwar dieses ganze Zeug, ich mache auch das meiste allein, nur halt beim Filmen sage ich halt, frage ich halt meistens Leute, dass die mich gerade filmen können. Sonst mache ich halt komplett alles alleine. Und halt beim Hochladen brauche ich halt immer die Einverständniserklärung von meinen Eltern. Das finde ich aber auch richtig, damit nochmal einer drüber guckt, ob da nicht irgendein Mist drin ist. Jetzt wisst ihr, wie ich die Videos drehe. Also, bis zum nächsten Mal und...